Moin, herzlich willkommen hier auf Johns MOBA zu einem kleinen Update und Lebenszeichen von mir. De facto nicht mehr aus der Sommerpause, aber so kurz vorm Start des Herbstsprintes für die Anlage. Ich habe ein kleines Update für euch mitgebracht. Wir schauen uns natürlich gleich Fred Hauen an, was sich da getan hat. Da gibt es wieder ein paar neue Dinge, ein paar Dinge, die sich verändert haben. Und ich habe auch schon wieder zwei, drei Dinge entdeckt, wo ich einfach vielleicht wieder ein bisschen ran muss, Dinge verändern muss. Und da gibt es eben auch ein paar Neuerungen. Dann haben wir demnächst hier auf dem Channel, einfach für euch als Vorankündigung, ein paar richtig coole Lok-Reviews, die definitiv nicht verpassen. Da sprechen wir von Lokomotiven, die limitiert sind auf eine Anzahl von zum Beispiel 100 oder 120 Stück weltweit. Das heißt also, wirklich was richtig, richtig Exklusives habe ich da für euch. Das schauen wir uns dann aber ein bisschen später an. Da brauche ich noch ein bisschen Vorbereitungszeit für. In dem Zusammenhang ist mir eine Sache allerdings aufgefallen, und zwar gibt es eine Website, die heißt jernbahnen.dk. Ich blende euch das jetzt hier mal so ein bisschen ein, weil was sehr, sehr cool ist auf dieser Webseite, man kann dort, ja, jede Lok, jeden Loktyp, da habe ich euch schon ganz, ganz viel von gezeigt, suchen und das einzelne, sagen wir, die einzelne gebaute Lok sich da anschauen, die Historie, wann das verkauft wurde, wann es irgendwelche größeren Reparaturen gab, alles das. Das ist da alles auf dieser Webseite jernbahn.dk ersichtlich. Und jetzt habe ich aber zum ersten Mal dort in den Bereich der Güterwagen reingeschaut und in der Personenwagen, und ich bin total geflasht, denn auf dieser Webseite sind nicht nur die Lokomotiven, das habe ich jetzt irgendwie erwartet, sondern da sind auch sämtliche Güterwagen der DSB, aber auch sämtliche Güterwagen der Privatbahnen, die in Dänemark eingestellt waren, von 1893 bis heute. Wie müsst ihr euch das vorstellen? Ich habe hier von der Firma Brava diesen kleinen Shell-Tankwagen. Und dieser kleine Shell-Tankwagen, der hat hier eine Nummer. Und zwar ist das die ZE502811. Und jetzt kann ich auf der Webseite jernbahn.dk nach dieser Nummer suchen. Beziehungsweise ich kann auch allgemein reingehen und schauen, was hat Shell überhaupt für Wagen gehabt. Und ich finde die komplette Historie spezifisch von genau diesem Fahrzeug hier mit dieser Betriebsnummer. Weiß also, dass dieses Fahrzeug hier 1945 in Dänemark konfisziert wurde, eigentlich ja der Deutschen Reichsbahn gehörte, dann in den 50ern offiziell aufgekauft wurde, ab dann in der DSB-Flotte im Einsatz war, beziehungsweise in der Shell-DSB-Flotte, das ist ja ein Privatwagen gewesen, und dann eben bis 1978 gelaufen ist und dann verschrottet wurde. Und 1978, das ist ja so ungefähr der früheste Zeitpunkt, Fred Hauen. Fred Hauen spielt zwischen 1978 und 83, 84, so ungefähr. Und je nachdem bei Kleinigkeiten plus minus 10 Jahre, wenn mir was Gutes gefällt. Aber so die Ecke ungefähr soll es sein. Das heißt also, dieser Wagen hier ist so am Ende seiner Lebenszeit tatsächlich. Ich finde es aber super spannend. Und vielleicht kennt ihr eine ähnliche Webseite oder eine ähnliche Datenbank ja für Lokomotiven auch und Wagen von der Deutschen Bundesbahn. Denn jernbahnen.dk umfasst wirklich alle Lokomotiven, alle Triebwagen, aber eben auch alle Güterwagen, alle Personenwagen, alle Privatwagen, die in Dänemark ab 1893 auf der Schiene waren. Und das hat mich richtig geflasht. Also, wenn ihr euch für das Thema interessiert, die Seite kann ich euch richtig, richtig empfehlen und ans Herz legen. Aber schaut auch mal, oder vielleicht kennt ihr ja eine Webseite, die ähnlich ist für deutsches Rollmaterial, weil das würde mich natürlich auch richtig, richtig interessieren. Dann habe ich mal wieder nicht an mich halten können und der Firma Revell wieder zu ein bisschen Umsatz verholfen. Ich hatte euch das letzte Mal diesen Humbler, diesen kleinen, ja, weiß ich gar nicht, wie nennt man das, Panzerspähwagen, glaube ich, vorgestellt von Revell. In 1:76 und ich habe dann hier diese beiden Panzermodelle mal gekauft. Ich fand die einfach optisch sehr spannend, weil das sind ja eigentlich noch so Panzer
von der Doktrin her des Ersten Weltkrieges, so wie die aussehen. Und die sind aber tatsächlich im Zweiten Weltkrieg auf französischer Seite im Einsatz gewesen. Jetzt müsst ihr nur mal die deutschen Panzer 2 zum Beispiel, Panzer 1 und 2 und 3 und 4 dann, vergleichen mit denen hier. Und dann habt ihr so eine grobe Idee, warum der Blitzkrieg im Westen denn gut funktioniert hat. Aber ich fand die optisch so cool, weil die sowas Steampunk-mäßiges haben, dass ich die gebaut habe. Dabei ist auch hier so eine Base. So in der Art kann die aussehen. Da sind drei so kleine Figürchen dabei hier, seht ihr. Ist jetzt alles nur angemalt mit ein paar Farben und Weathering, also Washings von The Army Painter. Ist mir, glaube ich, gar nicht so schlecht gelungen. Und dann hat man hier diese kleinen Modelle, die kann man dann darauf stellen. Also hier erstmal den kleinen Renault. Und dann gibt es noch den größeren, der heißt irgendwie Charbis 1, der blaue hier. Preislich muss man ganz klar sagen, man kriegt es für eine schmale Mark, also je nachdem, wo ihr es kauft. Ich glaube, das kostet irgendwas zwischen 12 und 15 Euro hier das Set. Und es beschert euch ein paar richtig entspannte, lustige Abende. Der Bau ist, sag mal, der ist jetzt hier als Stufe 4 angegeben. Also ganz ehrlich, das ist relativ einfach. Das sind große Teile, die kann man leicht zusammenkleben. Die Bemalung ist vielleicht ein bisschen aufwendiger. Die Ketten sind keine einzelnen Plastikelemente, was ich mal so kannte, sondern das ist einfach eine Gummikette, die man da so komplett rumzieht. Also definitiv Stufe 4 könnt ihr mal vergessen. Ich weiß nicht, vielleicht wegen der Teileanzahl oder so. Ich möchte nicht wissen, was dann Stufe 1 bei Revell ist. Das Thema hatten wir aber schon mal vor einem halben Jahr ungefähr oder so. Da hatte ich das ja auch mal vorgestellt und mich ein bisschen darüber gewundert, dass das so als Stufe 4 bezeichnet wurde. Noch schlimmer ist allerdings zum Beispiel Kibri. Bei Kibri ist ja alles, was mehr als drei Teile hat, fortgeschrittener Modellbau. Und apropos Kibri, ich habe von Kibri heute nichts, aber das ist auch so eine kleine Neuigkeit, die ich mir nochmal gegönnt habe für Fred Haun. Dieseltankstelle und dann Tank mit Zapfsäule dran. Gibt es für ungefähr 17 Euro, habe ich euch beides auch verlinkt unter dem Video, falls ihr da auch Interesse dran habt. Jetzt fragt sich der ein oder andere vielleicht, was will er denn mit einer zweiten Tankstelle? Ich habe ja eine Tankstelle auf Fred Haun schon am Bahnhof für die Lokomotiven gebaut. Und ja, habe ich. Ich bin allerdings mit der Örtlichkeit da nicht ganz happy. Das gucken wir uns gleich mal an. Habe zwei andere Orte, wo ich mir das auch gut vorstellen könnte. Und der jetzige Plan ist, dass ich die neue Tankstelle erstmal baue und dann überlege, ob ich die alte abreiße. Also das ist auch neu. Und dann hier so ein kleines, cooles Set von Schuko. Da sind drin vier Panzer, ein LKW, ein Mannschaftstransporter M113 und ein kleiner VW-Bus. Die kosten normalerweise so zwischen 90 und 100 Euro. Die hat Amazon tatsächlich momentan für, ich glaube, so 75 ungefähr im Angebot. Kann ich euch nur empfehlen. Link findet ihr auch unten. Da kriegt ihr das ungefähr 20 Euro günstiger als normalerweise, dieses Set aktuell. Da wird es auch nochmal ein detailliertes Review zu geben. Das hat dann zwar auch nichts mit der Modellbahn zu tun, das gibt es einfach extra, weil ich das ein schönes Sammlerset hier auf jeden Fall finde. Und da habe ich auch schon was zu gebastelt tatsächlich, um das auch besser präsentieren zu können. Das mal so zum Thema Sets hier. Die Log-Reviews zu den wirklich extrem limitierten und damit doch wirklich sehr, sehr seltenen Triebfahrzeugen, wie gesagt, so die nächsten zwei, drei Videos werden das. Seid gespannt, das wird eine richtig coole Sache. Bevor wir jetzt zur Anlage rüberfliegen, noch eine Sache.
Es gibt immer noch die Spenden-Challenge. Das heißt, ich werde ungefähr 50% oder etwas mehr als 50% der Werbeeinnahmen dieses Kanals in diesem Jahr für gute Zwecke spenden. Da haben wir bereits unterstützt den Verein Ein Lächeln für dich e.V. Wir haben die DKMS unterstützt. Und was jetzt als nächstes kommen wird, für den Sommer eigentlich auch irgendwie so ein bisschen passend, ist erstmal die DGZRS, die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Und da gehen jetzt erstmal 75 Euro hin. Wir haben aktuell mit dem Channel hier Einnahmen ungefähr immer noch, wie beim letzten Video vorgestellt, von 70 Euro im Monat. Und davon die Hälfte sind dann eben 35 Euro. Und sobald wir in den Herbst reingehen, gehe ich auch davon aus, dass die Einnahmen wieder ein bisschen nach oben gehen. Im Sommer ist natürlich im Modellbahnbereich ein bisschen weniger los. Ich habe jetzt auch ein bisschen weniger Content hier produziert mit euch gemeinsam für euch. Und ja, deswegen denke ich mal, wird im Herbst dann auch die Spendensumme natürlich mit den Einnahmen entsprechend wieder steigern. An der Stelle einfach ganz, ganz großes Danke an euch. Inzwischen ja für über 2100 Abonnenten. Ich bin da jetzt noch nie so groß drauf eingegangen in den letzten Videos. Die Abonnentenzahl hat sich ja wirklich, ja, also für mein Gefühl schon rasant gesteigert. Ich finde 2000 ist schon also eine beeindruckende Zahl. Da habe ich nie mit gerechnet. Und wir haben ja auch inzwischen hier so eine kleine Lücke gefunden. Viele von euch mögen die Reviews für die Lokomotiven, wie ich sie mache. Ihr habt auch gesagt, ihr habt ein bisschen mehr Interesse an dem Thema Historie. Also auch da werde ich ein bisschen mehr machen, Videos aufzeichnen für euch zum Thema Historie. Startend bei der Epoche 1, also noch vor diesen Panzern hier zeitlich. Und dann werden wir uns so stückweise weiter vorarbeiten bis in die Gegenwart. Das habe ich vor, dass wir das eigentlich so noch dieses Jahr abschließen, also dass wir so Richtung Weihnachten dann tatsächlich auch in die Gegenwart kommen von den Modellbahn- bzw. Eisenbahnepochen tatsächlich. Inhaltlich wird das primär natürlich so den Bereich Westeuropa bzw. Europa abdecken. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, dass ich mit euch hier auch das ganze Thema Eisenbahnhistorie der USA zum Beispiel auch aufbereite. Ich glaube, da gibt es auch wirklich echte Spezialisten, die sich damit viel, viel besser auskennen. Insofern, da dann das Prinzip Schuster bleibt bei deinen Leisten. Wir bleiben also hier im Bereich Europa, Westeuropa, schauen vielleicht mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus, was in anderen Ländern passiert ist oder wo ganz spezielle Eisenbahnprojekte stattgefunden haben. So ein Beispiel wäre zum Beispiel, es ist nicht ganz Europa, aber in Marokko wurde Anfang des 20. Jahrhunderts die erste elektrische Eisenbahn mit Rekuperation zum Beispiel gebaut. Wissen ganz, ganz wenige Leute. War ungefähr 1920, wenn ich das richtig im Kopf habe, eines der modernsten Eisenbahnprojekte schlechthin. Eine sehr gebirgige Strecke. Und dort war es so tatsächlich, dass die Lokomotiven beim Bremsen Energie rekuperiert haben, die sie dann später beim Beschleunigen den Berg hoch wieder verwenden konnten. Und das ist ja eine Technik, die heute super aktuell ist, die aber tatsächlich in der Eisenbahntechnologie ganz, ganz lang einfach gar nicht benutzt wurde, weil man es quasi nicht gebraucht hat. Gab ja immer genug Strom und auch das ganze Thema Batterietechnologie, um dann eben Strom zwischenzuspeichern, Rekuperation in der Geschwindigkeit mit der Menge an Energie muss ja auch in der Batterie wieder aufgenommen werden. Also ein riesiges Thema. Trotzdem, Marokko, hätte das jemand von euch gedacht, dass die erste Eisenbahn mit Rekuperationsfunktion in Marokko gebaut wurde? Ich nicht. Also solche Dinge nur mal als Beispiel werden wir auf jeden Fall auch als Ausflug dann in diesen Geschichtsvideos natürlich haben. Die werde ich auch in eine getrennte Playlist einstellen. Ich denke auch, dass die Thumbnails für euch dann da farblich ein bisschen anders gestaltet werden, sodass ihr das auf einen Blick erkennen könnt. Wenn das gar nicht euer Thema ist, kriegt ihr ja trotzdem die Log-Reviews und den ganzen anderen Content, den ihr gerne mögt hier. Und wenn es euer Thema ist, könnt ihr es eben direkt auf einen Blick erkennen. Genau, also das so als kleiner Ausblick. Was wird es geben? Super coole Log-Reviews von wirklich richtig, richtig exklusiven Modellen. Dann Historie, natürlich Fred Hauen und ja, weiterhin lustige Seitenprojekte, wie hier zum Beispiel von Schuko. Und damit schnappe ich euch jetzt und wir fliegen los zur Anlage. Damit herzlich willkommen nach Fred Hauen. Wir starten wieder hier oben in der bekannten kleinen Ecke
Und das erste Update befindet sich schon hier unten. Und zwar ist das dieser kleine Traktor, den ihr hier seht. Das ist ein Case IH1455XL und da auch wieder das Thema Zeitepoche. Der ist gebaut und ausgeliefert worden ab 1981. Das heißt, das ist also ein nagelneuer Traktor. Der darf also definitiv auch keine Alterungsspuren auf meiner Anlage bekommen, denn er ist ja höchstens seit ein paar Wochen vielleicht gerade ausgeliefert. Und passend dazu habe ich dann einfach den landwirtschaftlichen Anhänger von Viking oder Viking, den ich hier umgestaltet habe, einfach mal mit ein bisschen Kaffeesatz beladen, sodass er auch gleich was zum Ziehen hat. Das ist also neu hier in der Ecke. Und dann habe ich ganz, ganz freundlich den Hinweis bekommen von einigen von euch, die dänische Zuschauer sind, dass die Prellböcke hier nicht den dänischen Originalen entsprechen. Und ja, also da kurz einfach der Hinweis, wenn ihr da richtig gute Fotos habt, wie ein Prellbock so 1978, 80 in Dänemark aussah, an so einem Bahnhof, wie er hier im Endeffekt dargestellt ist in Fredhaun, schickt mir diese Bilder gerne an mail@johnsmoba.de. Dann habe ich da ein paar Ideen, wie ich die denn umgestalten kann. So, als nächstes seht ihr hier die ja eben schon besprochene Tankstelle. Und tatsächlich, das Hauptproblem ist gar nicht die Tankstelle, wie sie hier gestaltet ist, sondern der Gleisplan, wie ich da hinkomme. Das heißt, wenn ich hier eine Lokomotive auftanken will, rein von der Fahrt her, fährt sie zum Beispiel hier auf diesem Gleis ein, rangiert dann hier zurück nach da und fährt dann hier zum Tanken. So weit eigentlich ganz easy. Allerdings habe ich da ein Lagerhaus. Und ich habe jetzt festgestellt, einfach von dem Platz, den ich hier habe, wenn ich hier einen Wagen stehen habe oder mehrere Wagen, kann ich hier nicht mehr ernsthaft hinfahren und dann zurücksetzen mit größeren Streckenlokomotiven, wie zum Beispiel der MZ, also dieser relativ großen Diesellokomotive, die ich hier habe. Heißt, da muss ich mir ein bisschen Gedanken machen, wie das hier weitergehen soll und ob ich nicht gegebenenfalls den Bereich hier in was komplett anderes umgestalte und dort einfach nur die Wagenabstellung habe für die schon hier befüllten Wagen. Ja, vielleicht habt ihr auch noch eine andere Idee, wie ich das gestalten kann, was ich da machen kann. Und was man hier hinsetzen könnte, das muss halt ja auch ein bisschen in die Szenerie natürlich reinpassen. Oder vielleicht sagt ihr auch, nee, John, mach dir da keinen Kopf, das ist total realistisch, was du hier dir ausgedacht hast. Wer weiß. Ja, also das ist eine Sache, die mir auf jeden Fall aufgefallen ist. Deswegen bin ich am Überlegen, die Tankstelle hier eben umzuziehen. Ja, also das so an Updates hier. Wir sehen jetzt hier auch schon den ersten potenziellen Ort für die Tankstelle, und zwar in dem Bereich. Hier ist ja noch nicht ausgestattet oder ausgestaltet, okay, aber hier in diesem Bereich habe ich aktuell nur diese kleine Baracke stehen, da ein paar Boote, die theoretisch hier den Weg entlang fahren können, um da ins Wasser geslippt zu werden. Das ist so die Strecke, die man da zurücklegt. Hier steht übrigens auch der kleine Traktor, der die da hinziehen kann. Aber hier hätte ich theoretisch Platz, und ein ganz gutes Gleis, denn das würde bedeuten, die Lokomotiven fahren hier auf der Strecke zum Beispiel rein und rangieren dann nach hinten dahin. Ich weiß nicht, da ist das vorne vielleicht besser, weil man dann auch vom Zug eben entsprechend abkoppeln kann, was man hier nicht könnte. Gut, ja. Aber das wäre so ein alternativer Platz. Und dann seht ihr hier auch schon ein kleines Update. Die Rampe für die Militärfahrzeuge oder überhaupt zum B- und Entladen, die habe ich euch ja schon mal gezeigt. Aber jetzt gibt es auch ein bisschen militärisches Personal, was hier das Abladen der Fahrzeuge absichert. Das ist ein Set, das sollen ja eigentlich Kettenhunde der Bundeswehr sein aus den 80ern, also die Militärpolizei. Die Feldjäger, aber die passen eigentlich auch ganz gut so vom Gesamtauftritt her, epochengerecht, als Soldaten des dänischen Heeres. Und die sichern de facto dann hier die
Ladestelle. Also hier haben wir zwei, da, da, da und hier die Jungs dann noch. Genau, und da seht ihr auch apropos Epoche, also mir ist schon klar, dass 1981 dieser Typ Land Rover Discovery definitiv hier nicht rumfahren konnte. Das ist momentan auch das einzige Fahrzeug, was epochentechnisch hier nicht reinpasst auf der Anlage tatsächlich. Bei allen anderen Fahrzeugen, die sich hier so bewegen, habe ich darauf geachtet, dass die definitiv zu dem Zeitpunkt schon ja, überhaupt gebaut sein konnten. Ja, also das ist alles beim Alten hier noch keine Änderung. Jetzt kommen wir mal zu dem Bereich potenzielle Änderungen. Und zwar könnte ich, das wäre die dritte notwendige oder mögliche Stelle, die Tankstelle, die neue, auch hierhin verlegen. Wo wäre die dann? Wir kommen hier im Endeffekt hier auf einem dieser drei Gleise, also entweder dem, dem oder dem, aus bzw. nach Friedhauen. Hier geht es in die Wendeschleife rein. Die kommt da oben dann wieder raus. Also hier kommt sie wieder raus. Hier geht sie rein. Und wir haben hier in dem Bereich Abstellgleise mit der Entladung für die Panzerfahrzeuge. Hier ganz links und da quasi nochmal zwei daneben. Da hinten seht ihr das andere für normale Güterwagen. Und hier vorne hatte ich dann immer noch die Lokabstellung an der Stirnseite für diese verschiedenen Gleise. Und jetzt hätte man hier natürlich einen wunderbaren Platz, um eben auch noch eine Tankstelle zwischen zwei Lokomotiven zu stellen. Und das würde auch vom Betriebsablauf her hier tatsächlich am meisten Sinn machen, muss ich sagen. Weil hier habe ich die großen Güterzüge, die ich abstelle und dann kann ich zum Tanken fahren. Und habe das eben nicht so, dass ich jetzt irgendwas blockiere oder irgendwo jemanden in den Weg mich stellen würde, wenn ich hier zum Tanken fahre. Weil das eh Gleise sind, die exakt dafür gedacht sind, dass man hier einfach mal etwas abstellen kann. Genau, und dann seht ihr hier, ich habe das jetzt grau gemalt bisher, ist noch nicht der endgültige Zustand. Das ist jetzt nur so der erste Arbeitsschritt in Richtung eines Betonportals. Ich habe auch in Arbeit hier so einzelne Pfeiler, die hier zwischenkommen in diesem Bereich, sodass das hier nicht ein großes Loch dann wird, sondern dass man hier quasi so einzelne Brückenpfeiler hat und dann soll hier oben eine Straße rübergehen und dann hätte man hier im Endeffekt eigentlich schon, glaube ich, einen ganz guten Abschluss auf der Seite für die Anlage. Also so viel erstmal Update aus Friedhauen. Keine Riesensachen, so ein paar nette kleine Details und so langsam wird dann hier auch diese Ecke immer mehr zur Anlage und entwickelt sich aus dem Schattenbahnhof-Dasein hier wirklich stückweise immer weiter. So, den Abschluss machen wir mal so. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kleine Einblick, was einfach sich jetzt hier so im Sommer weiter auf Friedhauen getan hat und was auch an neuen Dingen dann definitiv jetzt in Kürze hier für euch kommt, was ihr auf dem Channel hier auch zu sehen bekommt. Ich werde jetzt hoffentlich ein Momentchen haben, hier auf Friedhauen mal wieder ein paar Lokomotiven im Kreis fahren zu lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Lok-Review. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Und genießt vielleicht die letzten Sonnenstrahlen, bevor der Herbst und Winter uns wieder hat. But eventually you can transform Mars into an Earth-like planet. How would you do that? You'd warm it up. Just warm it up. If you with want, a blanket or with the fast way and the slow way. Okay. Give me the fast way. The fast way is drop thermonuclear weapons over the poles. You're a super villain.